Im Übrigen sage ich dann nochmal einen schönen guten Mittag zusammen und willkommen zu unserer Medienrunde vor dem Auftakt der dritten Liga am Freitagabend in Osnabrück. Mit dabei sind auch maximal 400 MSV-Fans, wie wir seit heute wissen. Der Vorverkauf da findet dann morgen am Donnerstag statt. Das hier an der Stelle einmal als Info. Und alles Weitere dürfte dann unser Cheftrainer Pavel Dotschev beantworten, dem ich auch nochmal gesondert Hallo sage. Und dann darf ich um Ihre Fragen zum Spiel gegen Osnabrück bitten. Wer möchte da beginnen? Nils Halberscheid ist ja da. Ich bin da. Guten Tag erstmal zusammen. Herr Dotschev, hallo, guten Tag in die Runde. Ich würde gerne einmal noch über die Jungs zu Beginn reden, die ja an Covid-19 erkrankt sind. Ich hätte zwei Fragen dazu. Die erste erstmal, wie geht's den Jungs? Guten Tag zusammen. Ja, erstmal, die Spieler geht's relativ gut, ohne große Symptome zu haben. Aziz Bouadous habe ich schon mit ihm telefoniert, auch die Tage. Er hat schon ein bisschen Rückenschmerzen vom Liegen. Aber ansonsten ganz minimale Symptome. Und ein von anderen Corona-Kranken geht es schon so weit gut, dass er eventuell schon morgen schon aus der Quarantäne raus ist. Und der andere Person geht es auch gut. Ja. Dann die weiterführende Frage, wenn es erlaubt ist. Ich meine, ich kann es mir fast schon denken, diese Fälle werden Ihre Planung ja beeinflusst haben oder werden Sie akut auch beeinflussen. Müssen Sie jetzt groß an Ihrer Startelf rütteln für Freitag? Was gedenken Sie umzuplanen? Ja, wir haben generell einige noch Probleme in der Mannschaft, ohne jetzt das jetzt schön reden zu wollen. Zu einem, der Bakalotz war eine Woche krank. Grippalen Infekt. Er hat Antibiotikum bis gestern genommen und er ist jetzt beim Aufbautraining dabei. Also der würde auf jeden Fall ausfallen. Bouadous ist ja auch kein Geheimnis, der würde auch ausfallen. Also schon sind schon zwei Leistungsträger erstmal nicht dabei. Dann kommt noch dazu, dass einige Leute noch Defizite haben, so wie jetzt Dominik Schmidt, der noch keine einzige Minute vom Testspiel gespielt hat. Dann haben wir natürlich auch jetzt Steuerer, der auch jetzt seit zwei Tagen beim Mannschaftstraining dabei ist. Also deswegen hätte der immer wieder mit Problemen mit Knie, Problemen mit Patellasehne, immer wieder Beschwerden hat. Also das sind schon, wie gesagt, die zwei weitere Spieler, die noch krank sind. Also wir haben schon einige Probleme bei uns. Und ich habe auch immer gesagt, dass die Mannschaft, ein Drittel von der Mannschaft noch ein bisschen Defiziten hat. Das sind die Spieler, die später eingestiegen sind zu uns. Und von daher, dann kamen noch drei Spiele, Testspiele, die ausgefallen sind noch. Erkenschwick, das Turnier und auch noch SC Paderborn, ganz am Anfang an. Also drei Testspiele sind ausgefallen, die uns fehlen letztendlich in der Vorbereitung. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr zuversichtlich und ich bin jetzt weit weg vom Gedanken, dass ich jetzt irgendwie so schlecht alles reden möchte oder jetzt nicht die Mannschaft das zutrauen, dass wir am Freitagabend auch Kraft und Qualität haben, in Osnabrück zu punkten. Klar ist ja auch eine gewisse Unklarheit, wie weit sind wir? Weil genau so geht auch dem Kollege von Osnabrück. Also er weiß auch nicht, wo seine Mannschaft ist, so wie ich auch nicht 100% einschätzen kann. Eins weiß ich aber auch, dass wir von Spiel zu Spiel besser werden. Das weiß ich. So, dann gibt es von Radio Duisburg für den Moment keine weiteren Fragen. Dirk Retzler von der WAZ hatte auch noch die Hand gehoben. Und ja, schönen guten Tag zusammen. Hallo, Herr Dotschev. Sie sagten jetzt, ein Spieler kann eventuell morgen aus der Quarantäne raus, aber das bedeutet noch nicht, dass er Freitag mitfahren kann, oder? Das bedeutet nicht, dass er mitfahren kann, weil der bis jetzt noch nicht trainiert hat. Also der würde jetzt nicht eine Option für mich sein. Ja.
Aber wäre schön, wenn er schon anfangen kann, wenn er schon anfangen kann zu trainieren. Ja, wie sieht es bei den anderen beiden Spielern aus? Wie lange ist die Quarantäne zu erwarten? Ich frage jetzt im Hinblick auf Havelse. Auch nicht. Die werden definitiv nicht dabei sein können. Also alle drei werden gegen Havelse Genau, ausfallen. genau. Ja, jetzt fehlt Ihnen ja mit Buadus und Bacalords eine Achse, die sich ja gerade in den Testspielen, die Sie bestritten haben, ja herauskristallisiert hatte. Wie schwer wiegt das? Ja, also natürlich, die zwei Spieler gehören zum Gerüst unserer Mannschaft, das habe ich schon gerade eben erwähnt. Aber wir haben auch andere Spieler, die das auch abfangen können. Und da bin ich mir auch relativ sicher. Und es ist jetzt kein großes Geheimnis, wenn ich jetzt sage, dass Boadus jetzt wird ersetzt von Orhan Ademi. Problem ist ja bei der Sache, ist, dass der Ademi selber in der Vorbereitung ausgefallen ist. Er war auch nicht komplette Vorbereitung voll dabei. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Ademi ein Kandidat ist, der für 60, 70 Minuten der vielleicht durchspielen kann oder durchhalten kann. Also deswegen sage ich, da ist ja immer so ein bisschen da und da ein bisschen was. Bei Rolf Fälscher ist auch nicht viel anders. Bei Rolf Fälscher wissen wir auch nicht, ob er 90 Minuten das Tempo durchhalten kann. Ja. Adjani ist jetzt genau das Gleiche. Wir haben schon ein paar Fragezeichen, aber ich hoffe, dass die Jungs auch gut das wegstecken werden. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die das schaffen werden. Worauf haben Sie jetzt seit Montag, seitdem Sie wieder trainieren, im Training Wert gelegt? Ich habe am Montag versucht, das Spiel zu simulieren, 11 gegen 11, aber das war nicht möglich, weil wir nur 18 Spieler hatten und deswegen haben wir 9 gegen 9 gespielt. Aber das war schon trotzdem sehr, sehr gut, hat schon alles Sinn gemacht. Und dann haben wir am Montag, wie gesagt, versucht, auch das Spiel zu simulieren. Dann haben wir am Dienstag ein bisschen an Athletik gearbeitet. Und beziehungsweise auch Nachmittag haben wir gestern auch Defensivverhalten trainiert, heute Vormittag Offensivverhalten trainiert. Morgen werden wir Spielform machen unter uns kurz und dann Freitag natürlich die Vorbereitung, normale Vorbereitung mit Abschlusstraining und dann Videoanalyse und normale Woche. Jetzt hatten Sie diese drei Corona-Fälle. Der Verein hat mitgeteilt, die Hygienemaßnahmen auf dem Vereinsgelände wären nochmal verschärft worden. Wie drückt sich das aus? Was hat sich verschärft? Worauf achten Sie jetzt noch mehr als vorher? Ja, das ist, es gibt, es geht um mehr Disziplin unter uns erstmal. Das ist wichtig, was Masken betrifft. Wir haben klare Regeln, wenn die Spieler aus der Kabine rausgehen, müssen Masken tragen. Also das sind Sachen, die wir zum Beispiel jetzt noch Wert darauf legen. Oder es ist auch selber in der Strafkatalog sowas festgehalten. Desinfizieren, Abstände halten, nicht in Gruppen, sag ich mal so, wenn ich jetzt im Büro bin mit vier, fünf Trainer zusammen, ist auch nicht mehr eigentlich dementsprechend gut. Deswegen machen wir in große Räume mit Abstände. Also das sind einige Sachen, die wir schon immer gemacht haben, aber letzte Zeit, mit der Zeit, man ein bisschen vernachlässigt hat. Und jetzt müssen wir das einmal nur neu in Erinnerung abrufen, was wir zu tun haben. Und das machen wir gerade. Und das sind die Maßnahmen, die wir ergreifen. Mehr können wir auch nicht machen. Also das steckst du nicht drin. Das ist ja einfach so. Würden Sie sich freuen, wenn die Mannschaft durchgeimpft wäre? Wir sind schon einmal durchgeimpft worden nach dem Spiel gegen Berghaus, glaube ich. Berghaus? Berghaus? Die Belgien. Ach so, ja, Berschot. Bärschott, genau, Entschuldigung. Wir sind unmittelbar nach dem Spiel einmal geimpft worden, aber wir brauchen noch 3, 4 Wochen, bis zweite Impfung kommt. Und das haben wir gesagt, dass wir nach dem Havelsee das nochmal machen wollen mit zweiter Impfung, weil auch die Gefahr ist da, dass der ein und andere Spieler reagiert auf zweite Impfung.
Und da haben wir Pokalspielpause und da bietet sich die Möglichkeit an. Das ist jetzt nur organisatorisch für Sie als Information. Dann haben sich Spieler infiziert, obwohl sie schon einmal geimpft wurden. Richtig. Okay. Jetzt nochmal zur Mannschaft zurück. Oliver Steurer, Neuzugang, den Sie ja natürlich gerne im Turnier spielen sollen, um Eindruck zu gewinnen. Wie ist es jetzt mit ihm? Startelf ausgeschlossen aufgrund dieser fehlenden Spielpraxis. Er hat auch lange kein Mannschaftstraining gehabt, jetzt im Sommer. Er hat letzte Mannschaftstraining gehabt. Heute habe ich mit ihm darüber gesprochen, am 23. Mai. Ja. Und das sind sieben Wochen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber das ist schon sehr lange her, als er Mannschaftstraining gehabt hat. Also er würde ein bisschen Zeit brauchen. Ich glaube auch, muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, dass diese Pokalspielpause für uns würde sehr, sehr gut entgegenkommen. Ist ja noch ein bisschen hin. Werden Sie da nichts machen an dem Wochenende oder kommt ein Spiel? Wie meinen Sie nichts machen? Testspiel, kommt ein Test, also wollen Sie nee, das jetzt am Wochenende werde ich jetzt nicht irgendwas machen, weil wir danach wieder am Freitag spielen. Wir haben wieder kurze Woche, also wir werden nicht so viel testen können, weil sowieso wir wenig Leute momentan haben. Ich dachte jetzt das Pokalwochenende, DFB-Pokal. Ja. Weil Sie sagten, gut, dass die Pause dann kommt. Ja, dann werden wir spielen. Dann werden wir auf okay. jeden Fall spielen wollen. Ich habe gedacht, dass nach dem Spiel gegen Osnabrück... Nein, Gottes Willen. Ich habe es falsch verstanden. Dann ist ja mein Fehler. Ja, Bakalorts Ersatz. Wer drängt sich da auf? Stierling? Genau. Wir sind ganz leicht zu durchschauen. Also, Herr Retzler. Also, wir sind leicht zu durchschauen. Ja gut, zwei Unbekannte gibt es ja in dem Stück. Aber ich frage, ne, aber ich frage ja jetzt so, wie ich jetzt ohne Corona-Fälle fragen würde. Ist die Kaderplanung abgeschlossen? Kommt noch jemand oder geht noch jemand? Stand jetzt ist alles ist Ruhe, es ist keine Bewegung. Also wenn einer geht, dann würden wir wahrscheinlich einer noch holen. Aber wenn jetzt alles so bleibt, dann werden wir nichts machen können. Ja, Sie spielen jetzt zum ersten Mal vor Zuschauern. Ungewohnt für die Mannschaft. Wie wird das auf Ihr Team wirken? Was glauben Sie? Das werden wir sehen, aber ich freue mich auf das, dass wir endlich mal vor Zuschauer spielen dürfen. Und wir hätten es wahrscheinlich als Generalprobe gehabt, oder nicht wahrscheinlich, hätten wir als Generalprobe gehabt beim Schau ins Land Cup, vor allem beim Heimspiel, ist leider ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. Aber jetzt spielen wir in Osnabrück. Osnabrück ist ja heimstark, muss man auch sagen und wissen. Und da werden wir natürlich sehr engen Stadion haben mit Zuschauern, das wird schon eine große Umstellung für uns. Und da müssen wir auch nicht ängstlich sein, sondern schon sehr, sehr selbstbewusst und auch nicht auch die Nerven verlieren. Wie schätzen Sie Osnabrück generell ein? Sind abgestiegen, Relegation verloren? Ja, ich habe das Relegationsspiel gesehen und es ist auch schwierig jetzt zu sagen, wie ich die Mannschaft von Osnabrück jetzt einschätzen kann. Ich kann nur so ein bisschen versuchen, logisch zu denken und was auf uns zukommt, einfach nur einzuschätzen, weil erstmal, die haben 18 Abgänge, 15 Neuzugänge. Das ist auch Umbruch bei denen. Das heißt, dass die Mannschaft hat neues Gesicht. Die haben 5 Testspiele gemacht, ein einziges Spiel verloren gegen Grünigen, 1-0. Die spielen vom System her 4-3-3. Die stehen sehr, sehr hoch, die pressen. Zu einem der Daniel Schernik ist der Spieler, Entschuldigung, der ist Trainer, aber früher war Spieler bei mir, A-Jugendspieler. Ich habe ihn selber trainiert.
Und er war jahrelang Co-Trainer von Stefan Baumgarten. Dann Paderborn hat immer diese Philosophie gepflegt, pressen, hochstehen, aggressiv anlaufen. Und deswegen erwähne ich diese ganze Sachen bei der Daniel Schenning viele Jahre unter Stefan Baumgarten beziehungsweise vorher Markus Krosche als Sportdirektor. Diese Philosophie von Red Bull Leipzig und Leverkusen haben sie übernommen. Und deswegen diese DNA oder diese Einstellung, die werden das versuchen, das fortzusetzen. Und erwarte ich so ein offensiv aktive, starke Gegner, der uns presst. Und jetzt gerade sehe ich, dass mein Akku gerade niedrig ist. Nicht, dass ich gleich weg bin. Also von daher erwarte ich eine Mannschaft, die uns beschäftigt, die uns anläuft, die uns wieder Stressfaktor verursacht. Und das ist die Sachen, die ich über die Mannschaft von Osnabrück sagen kann und von Einschätzung, die ich schon sagte, die sie jetzt so sehen. Mit den Zuschauern natürlich zu Hause, wenn sie auch wahrscheinlich auch Zeitraum über ihre Möglichkeiten spielen können. Okay, dann will ich den Kollegen vor dem Hintergrund Ihres niedrigen Akkustandes auch noch die Chance geben, noch einen Satz von Ihnen zu bekommen. Danke erstmal. Gibt es denn weitere Kollegen, die Fragen haben? Nils Halberscheid hebt die virtuelle Hand. Bitte. Solange der Akku noch voll ist, frage ich nochmal nach Fans an der Bremer Brücke. 400 sind es an der Zahl im besten Fall. Wie gesagt, das ist Ihnen erstmal viel wert, dass die Fans zurückkehren. Was erwarten Sie denn? Weil ich glaube ja für die Fans, ich habe es jetzt beim Cup der Tradition so ein bisschen gespielt, das ist ja auch was länger her, ne? Diese absolute, wir hauen jetzt Fangesänge über 90 Minuten Mentalität, die fehlt vielleicht so ein bisschen noch. Also es wird ja vielleicht jetzt nicht ein dirigierter MSV direkt am ersten Spieltag mit Fans. Was erwarten Sie auch von den Fans? Über 90 Minuten Vollgas? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir sicher, dass unsere 400 Fans, die uns ganze 90 Minuten unterstützen werden, und wir wollen auch sie mitnehmen. Und ich kann Ihnen auch sagen, vom Gefühl her haben Sie das selber gesagt, wenn selber 400 sind, nur für uns werden gefühlt 4.000 sein. Also weil wir haben so lange keine Zuschauer im Stadion gehabt und jetzt diese 400 gefühlt wird für uns 4.000. Und wenn wir schaffen, sie zu animieren mit guter Leistung auf dem Platz, das wäre Gänsehaut pur. Und das ist auch auf das, was ich mich freue, weil ich denke schon, dass endlich mal, dass wir auch loslegen können. Wir haben hart gearbeitet in der Vorbereitung. Wir haben einen und anderen Rückschlag, den wir in der Vorbereitung gehabt haben. Aber ich bin absolut zuversichtlich. Also es ist das erste Spiel. Ich freue mich auf das Spiel. Wir dürfen die Saison eröffnen. Bundesweit wird das Spiel im Fernsehen übertragen. Und wenn viele Leute momentan auch neugierig zu sehen. Also von daher, wenn das nicht genug für uns als Motivation ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Super. Vielen Dank. Gibt es dann für den Moment behalt euch die Akku wieder eine Frage? Der Akku macht Druck. Spaß. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann möchte ich abschließend noch zu dem, was du, Pavel, gerade zum Thema Impfen erzählt hast, einmal anfügen, dass es natürlich auch bei uns für jeden Mitarbeiter, das schließt dann natürlich auch Spieler ein, eine freie Entscheidung ist, ob man sich impfen lässt oder nicht. Und das sei dann an dein Schlusswort, Pavel, noch angefügt. Dankeschön. Super, vielen Dank. Dann sehen wir uns zumindest teilweise am Freitag an der Bremer Brücke wieder. Bis dann. Bleiben Sie gesund.